Seid mir grüß, Pokefreunde, hier ist wieder meine Marcel. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Heute mit ein paar wunderschönen, recht alten Boxen. Und zwar haben wir hier zwei Boxen aus dem Set. Aus dem Set Schimmernde Legenden. Mit dabei wieder meine gute Frau, wie ihr seht. Hallöchen. Und jeder von uns hat heute drei Booster von dem Set. Wir haben die mal Shadow Pin Kollektion gewählt, weil die halt gut verfügbar ist. Und mal gucken, was passiert. Drei Booster, wir machen daraus ein kleines Battle. Punkte gibt es wie folgt. Einen Punkt gibt es für jede Reverse Holo Rare. Holo-Karten gibt es eh in jedem Boost, deswegen sind die ausgenommen. Zwei Punkte gibt es dann für GX-Karten, drei Punkte für Full Art, vier Punkte für die wunderschönen Shiny-Pokémon und fünf Punkte für alles, was Secret Rare ist, sprich Rainbow, Mewtwo im Glas und sowas. Okay. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie eure Erfahrung mit dem Set ist. Schimmernde Legenden ist ja ein, finde ich, sehr schönes Set. Auch mittlerweile schon was älter. Drei Booster hat jeder von uns. Ich habe zweimal Mew und einmal Genesect. Ich auch. Ah, cool. Dann machen wir die gleiche Reihenfolge. Dann würde ich sagen, Ladies first. Achso, ich zeige kurz die Promokarte einmal. Jojo. Hier einmal das wunderschöne Marshadow im Galaxy Foil. Sehr schöne Promokarte, sehr schönes Layer, Artwork. Denke ich, kann man so machen. So, dann du darfst anfangen. Ich bin gespannt. Viel Glück auf das, was Gutes zieht. Achso, dir auch. Dankeschön. Während du aufmachst, zeige ich noch kurz den Pin. Eine. Wohin? Feenenergie. Du? Ja. Feenenergie. Venuflivis. Hyperball. Schadentransporter. Lisaknosp. Flunschlick. Kanimani. Das ist so schön. Was Kanimani ein tolles Artwork. Flamiau, Belilu, Pokémon-Fänger. Okay. Kein Punkt. Ein Mewtwo. Zwei Punkte für Mewtwo GX. Cool. Sehr schön. Schöner Pull. Nimmt man gerne mit. Auf jeden Fall. Bei mir geht es auch mit dem ersten Mew-Booster los. Ich bin mal gespannt, was ich so ziehen darf. Einen Code kriegt ihr natürlich gleich auch noch. Ihr kennt das ja. Ihr geht hier nicht leer aus. Wir starten mit der Energie vom Typus Unlicht. Du hast den Balken getan? Hier. Okay. Ja, lass uns da ich das meinen hier. Boilin. Ein Irokex. Das schöne Kanimani. Barmelin. Das wunderschöne Pikachu mit dem Regenbogen. Auch ein tolles Artwork. Diese haben auch wunderschönes Artwork. Schöne Artworks beim Set generell. Das ist das Sonderset gewesen. Das erste im Sonnen-Mond-Zyklus. Ein sehr tolles Set. Wenn ihr noch Boxen kriegt, holt sie euch bald. Wird zwischen teuer. Felilu und die Rare ist ein Entei. GX. Auch da zwei Punkte. Schöne Karte auch. Das ist, glaube ich, die GX-Karte, die ich am meisten gezogen habe bis jetzt. Auch die wandert natürlich wieder in den Tauschordner, denke ich. So, Genesect. Zwei Booster, zwei GX. Oh, ja. Das Genesect, genau. Und zwar ein schimmerndes Genesect in Rot. Wir sitzen heute mal andersrum, mal gucken, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Ja. Was denn? Bequemer. Das ist bequemer für dich, ne? Hm? Dafür wirkst du noch kleiner. Egal, ich bin ja auch kleiner als du. Auch wieder eine Feenenergie. Kürs. Venuflibis. Impergator. Barmelin. Zurokex. Voltoball. Rattan. Pikachu. Keldeo. Das ist ein Punkt. Das ist nur hier Solo-Ware. Ah, da. Und ein Marshadow. Das ist kein Punkt. Das glitzert auch. Ja, aber Holos geben kein Problem, weil immer eine Holo drin ist. Ach so. Achso. Ich hab dir gerade nicht zugehört. Bei mir jetzt auch der Genesect als Booster. Aktueller Stand 3:2 für Mrs. Tywald. Hier ein Code für euch. Ein Booster Schimmernde Legenden. Gönnt ihn euch. Leider ist das Set nicht mehr spielbar. Daher müsst ihr, wenn ihr die Karten von dem Set einsetzen wollt, im erweiterten Format spielen. Aber ich denke, das Set hat auch nicht so viele spielbare Karten. Muss man natürlich ehrlicherweise sagen. Kleoparda. Elektroball. Superball. Pikachu. Kanimani. Bisasam. Ein Golbit. Tyrakrok. Reverse Holo Impergator. Auch das ist kein Punkt leider. Aber dahinter ist auch ein Mewtwo Jigs. Ja, ich glaube, Mewtwo Jigs haben wir heute im Überfluss. Läuft. Jetzt habe ich natürlich meinen zweiten Pull. Dann steht es jetzt 3:4. Da habe ich gedacht, ich kann auch wieder gewinnen, aber nee. Ah, die Boxen sind gut.
zwei GX bei mir, ein GX bei dir. Ich meine, es sind nur drei Booster, da kann man, erwartet man nicht so viel. Das stimmt. Schon wieder. Dreimal Feenenergie, ne? Ja. Das ist ein Zeichen. Leoparda, Doppelfarblos-Energie, oh. Pokémon-Fänger, Lamiao, Ignivor, Belilu, Minun, Lunschlick, Enkani, Mani, ein Punkt. Und du hast gewonnen. Oh Mann, ich hab gewonnen. Aber vielleicht gewinne ich ja noch höher. Nein. Wir müssen das positiv sehen. Aber es waren zwei. Also deine Box war okay, meine war bis jetzt gut. Vielleicht wird's perfekt. Das wäre awesome. Das wäre perfekt. Ja, drei Hits in einer Box, in einer drei Booster Box, das habe ich, glaube ich, lange nicht mehr gehabt. Aber mal gucken, wir sind noch nicht so weit. Auch eine Fehlenergie. Hyperball, Impergator, Tali, zur Ruhe. Das Coole am Set ist ja, dass wirklich mal so Endentwicklungs-Pokémon wie Impergator oder Bisaflor einfach mal als Ankommens hier drin sind. Hat man selten, meistens sind das ja Rares. Zurokex, Tyrakrok, Flamiao und ein Raichu GX. Damit habe ich drei GX in der Box gehabt, aber leider alles drei die normalen Formen. Ja, aber ist doch egal. Aber cool. Das Raichu tatsächlich fehlt mir im Ordnungen sogar noch. Kommt daher da rein. Ja. Dann haben wir. Ich glaube, es sind doch alle GX-Pokémon, die es gibt in dem Set. Und dann? Alle drei in einer Box gehabt. Nice. Ich klar, es gibt noch die Full-Varianten und die Secret-Varianten davon, aber das sind die, die man ziehen. Ah ne, Zoroark gibt es noch. Zoroark gibt es auch noch, stimmt. Na gut, ich habe 6 Punkte, du hast 3. Ja. Denker schreit nach einer Revanche. Machen wir auf jeden Fall. Und vielen Dank fürs Zuschauen euch. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Wenn ja, natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Das hilft uns ungemein für den YouTube-Algorithmus, ihr wisst es. Deswegen ist das sehr, sehr wichtig. Wenn ihr uns mögt, gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr natürlich gerne noch abonnieren. Dann verpasst ihr hier vielleicht kein Video und keinen Stream. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Marcel. Tschüss.